Moin Jungs! Wie laufen die Abenteuer? Wir hätten bei diesem seltsamen Quiz wohin deine Hilfe brauchen können. Ah, Mist. Wie wäre stattdessen mit einem Ausflug? Ein paar leckere Edelsteine sammeln. Ja, gerne. Nur zu. Sieht ohnehin wärmer aus als da drin. Toll, springt rein und los geht's. Wenn ihr hinter den Pagey her seid, müsst ihr 100 Edelsteine sammeln, bevor ihr die Ziellinie erreicht. Soll ich euch die Steuerung erklären, Leute? Ja, mach nochmal. Irgendwie X war, glaube ich, Boosten, A springen. Irgendwie so. Oder L war Boosten. Eins von beiden. Mit A springst du. Genau, mit X schießt du. A oder so, genau. Und mit L beschleunigst du. Also 100. Ich meine, wir können das so oft machen, wie wir wollen. Bremsen. Bremsen kann man halt auch. Das ist halt voll Donkey Kong Country, ne? Oh. Mist. Ah, man kann aber nicht... Okay, mit dem Schießen muss ich aufpassen. Mist. Nein! Mist. Mist, das waren definitiv keine 100. Aber macht nichts, wir machen's nochmal. Wir machen's ganz einfach nochmal. Macht ja auch Spaß. Also schießen, also einen Schuss braucht man eine Zeit lang wieder zum Aufladen, auf jeden Fall. Wenn ich mich zum Beispiel vom Feuer... Wie ist das hier eigentlich? Ah, okay, mit fallen lassen, das wollte ich halt ausprobieren. Okay, scheiße, nein. Ah. Ja, das wird nix. Mist. Da muss ich, glaube ich, dann früher springen oder so. Oh Gott. Mist. Oh ja. Okay, das ist diesmal gar nicht so leicht tatsächlich. Scheiße, da hätte man auch nochmal springen können, das war dumm. Mist. Aber wir haben's. Macht Spaß, das Minispiel. Juhu, klasse Partner. Nee, macht echt Spaß, das Minispiel, das ist cool. Manometer, was für eine Fahrt. Natürlich war das früher alles spannender, aber man nimmt, was man kriegen kann, nicht wahr? Ihr wisst gar nicht, wie gut ihr es habt mit all diesen Kontrollpunkten und Tempo-Boosts, wisst ihr, zu meiner Zeit. Ja, man kennt's aus den guten alten Spielen. Ja, hochinteressant, Katas, aber wir müssen los. Haben noch einiges vor und müssen eine Menge Sachen sammeln. Gut, dass das vorbei ist. Ich wäre fast gestorben vor Langeweile. Nice. Ich habe jetzt insgesamt 30 Pages, weil ich habe Pagey-Randale gerade als Achievement bekommen. Hast du sonst noch irgendwas? Manometer, die wilden Fahrer sind wieder da. Wie wäre es mit noch einer Fahrt? Rein spaßeshalber. Also rein spaßeshalber ist rein spaßeshalber, nehme ich an. Keine Chance. Ich setze keinen Fuß in diese Todesfalle. Okay. Kurz gucken.
7 von 25, also hier gibt es noch einige Pages. Federtechnisch sind wir hier schon echt gut unterwegs. Uns fehlt noch die Münze und der Trefferpunkt und zwei Geister. Wie gesagt, bei dem einen Geist bin ich gerade noch ein bisschen überfragt. Wobei wir seine Farbe ja schon gechanged haben. Vielleicht muss man eine Bombe oben drauf setzen und eine vor ihn. Ist noch eine Idee. Anstatt einfach wahllos Bomben zu schießen. Aber die Zeit ist halt super knapp bei dem. Und den Eingeist, ja, den Fang, den Grüngeist noch keine Ahnung wo. Ja, nun. Wir haben jetzt noch, wie gesagt, Wasserdurchgänge. Allerdings kann ich mir vorstellen, dass Wasserdurchgänge nur für Wasser sind. Also wäre ich fast schon dafür, dass wir die Welt erweitern. Oder was sagt ihr? Ich würde jetzt, glaube ich, noch einmal kurz gucken, ob das mit dem Geist vielleicht so funktioniert. So wie ich das gerade gesagt habe. Allerdings sollten wir dafür erstmal die Gegner aus dem Weg räumen. Die nerven halt. Wobei die eh wieder respawnen, wenn wir wieder hier sind. Also es ist gehopsi gesprungen. Er ist halt wirklich gehopst. Ah, scheiße, wie gesprungen. Und wir haben ein neues Tunikum. Da können wir eventuell, wenn wir Frau Kühlschrank sehen, auch nochmal genau gucken, welches. So, warte ich. Mach die mal erstmal weg. So. Okay, warte. Nee. Die explodieren so direkt. Keine Ahnung. Erstmal auch nicht so wild. Ich überlege gerade, wo hatten wir jetzt überall Wasserdurchgänge? War nicht sogar hier irgendwo einer? Wahrscheinlich eher nicht. Doch da. Warte, 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 warte. Hier. Ich weiß nur nicht, ob das so schlau ist, da durchzutauchen. Wir werden es gleich erfahren. Okay. Zwielichtsteingrotte. Lass mich raten, das ist ein Zustand, den ich annehmen kann, dann leuchte ich. Oh Gott. Nein! Gib mir die Feder. So. Hier oben ist wieder so ein Glowstone. Einmal runter. Dass ich auch immer eine Feder mindestens verpasse. So. Oh.
Okay, ja, ich verstehe. Sobald dir das Licht ausgeht, siehst du hier nichts und dann fällst du... Obwohl es geht, man kann sich trotzdem orientieren. Also, das ist dieses Unterwasser. Interessant. Nee, man kann nicht laufen. Ja, ich hab's doch verstanden. Warte, ich erneuere nochmal. So, ist hier sonst noch irgendwas? Warte mal. So. Diese blöden Drecksbienen, ey. So. Okay. Glow Energie. Super geiles Spiel, ey. Mag ich sehr gerne. Mag ich echt sehr gerne. Man merkt auf jeden Fall diesen Rare Charme to the fullest. Und das liebe ich. Lass mich raten, da rutsche ich ab. Okay, doch nicht. Hab eigentlich gerade fest damit gerechnet. Da ist irgendein lustiger Gegner. Oh, gar nicht mal so lustig. Guckt ihn euch an. Der ist ganz schön groß und grobschlächtig. Oh, der hat mir... Oh, boy, der hat mir richtig eine reingegeben, da. Der hat uns richtig eine gelöscht, da. Oh. Okay, warte mal. Kann ich mich überhaupt gegen den verteidigen? Na, das wird schon gehen. Erstmal vielleicht an dem vorbeilaufen. So, du kleiner Pisser. Wie viele Treffer braucht der denn, Alter? Scheiße. Nein, weg! Oh, ich darf noch einmal getroffen werden. Das ist ja nett. Cool, Alter. Der gibt dann einen Schmetterling. Der braucht drei Treffer und gibt dann einen Schmetterling. Da muss ich jetzt hier aufpassen. Genau deshalb! So. Ah, da geht's weiter. Und dann? Darüber. Und dann? Anscheinend hier rüber. Und von hier darüber. Schöne Idee aber mit der Höhle, wie ich finde. Hier rutscht er halt. Oh, nein. Oh Gott. Das wäre jetzt fast in die Hose gegangen. Wie verführerische Frauenhände. Uiuiuiuiui. Erstmal schlecken. Ja. Hier können wir so drauf laufen. Oh, müssen halt nur aufpassen. Und Rabums. Ja, voll daneben. Okay, nice. Wir haben ein neues Pagey. Diddlidulilid. Okay. Warte mal, man kann jetzt hier runter. Ist das hier am Anfang wieder?
Nee, doch, obwohl doch. Könnte sein. Könnte sein, dass es wieder der Anfang ist. Dann müssten wir hier wieder am Wasser rauskommen. Tatsache. Und einen Wassereingang wüsste ich gerade noch. Einen Wassereingang wüsste ich gerade so ad hoc noch. Auf der einen Fläche war der... Mal gucken, ob ich so schnell dahin finde. Mal gucken, ob ich so schnell dahin finde. Erstmal hier kurz wegen dem Tunikum gucken. So, Hamsterer ist neu. Sammle Federn. Sammle Federn. Mit Jokas Echsenpeitsche. Also einfach nur, dass man die ranzieht mit der Zunge. Das ist es jetzt, oder was? Voll unspektakulär. Also bisher gefällt mir der Kugler am besten, muss ich sagen. Warte mal. Hier war ja nur die Fläche, genau. Hier geht's aber auch wieder Richtung Buch, ne? Richtung Eingang. Ja, nee, das ist falsch. Da will ich nicht hin. Da will ich nicht hin. Also ich weiß, wo ich hin will. Ich weiß nur gerade nicht, wie ich hinkomme. Ich laufe wahrscheinlich komplett unnötig kompliziert. Also hier könnten Eingänge sein, aber hier meine ich nicht. Warte mal, vielleicht sieht man aber so irgendwo einen Eingang oder ähnliches. Denk aber nicht. Also ich sollte gerade dahin gehen, wo ich hin will. Wo ich noch einen gesehen hatte. Glaub nämlich, hier ist erstmal so nichts mehr. Nee, ich muss schon noch weiter hoch. Moin, moin. So. Hier raus, genau. Genau, dann ist hier das Wasser. Und ich meine, warte mal. Ja, hier schon mal nicht. Da hinten. Ja, der Treffer ist jetzt nicht so schlimm, wenn ich nicht noch welche kassiere. Da sind auch Federn unter Wasser. Und da ist noch ein Eingang, genau. Warte mal, vielleicht können wir aber eben kurz Federn sammeln. Ja, wobei das hier gerade ein bisschen riskant dann doch ist. Die Ein- und Ausgänge, die hatten wir ja alle. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. So, hier will ich runter. Ey, da kommt auch direkt so eine blöde... Ey, ich will die Feder! Die Feder! Wegen so einer blöden Feder mache ich das, ey. So, mal gucken, wo wir jetzt landen. Okay, irgendwo anders im Wasser. Großartig.
Ah, aber hier ist noch ein Geist. Haben wir wenigstens schon mal noch den nächsten Geist. Oh. Ja, cool. So. Ja. Fehlt uns ein Geist und da wissen wir in der Theorie auch, wie wir den kriegen. Also, wo der ist auf jeden Fall. Wie wir den kriegen, ja, werden wir dann sehen vielleicht oder auch nicht.